Warum haben wir hier eine Kühlung drin? Was ist ja hier jetzt erst. Können wir aber eigentlich auch lassen, da ist eigentlich Bums. Ach, hier haben wir auch eine Kühlung drin. Ja, okay. Ja, passt. Die hatte ich ganz vergessen, die Kühlungen. Die hatte ich nämlich mal reingemacht, als ich glaube auch so eine Hitzewelle war. Kann das sein? Bin mir nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein, aber sie wirklich helfen tun die da auch nicht viel. Hitzewellen sind schon arg fies. Und der Donner ist überhaupt wieder nicht laut. Überhaupt nicht laut. Regnerisches Gewitter. Das ist bitter. Behandlung. Okay, wegen seinem Krebsgeschwür wieder. Ich bin echt am Überlegen. Fuck, jetzt habe ich nicht wegen bionischem Dingsgedöns geschaut. Larry, ah, Gil macht schon, okay. Super. Super. Sechshundertfünfzig haben wir. Was brauchen wir denn für so ein Raumschiff? Okay, 850. Also 200 Planscheiben bräuchten wir noch. Finden wir schon. Ansonsten kaufen wir es einfach. Ups. Oh, kommt doch wieder Stahl. Aber nur normaler. Na gut, egal. Nehmen wir natürlich auch mit. Nehmen wir natürlich auch. Ich muss mich immer wieder dazu zwingen zu speichern. Ich vergesse es immer. Ich vergesse es einfach dauernd. Ach, guck mal, da wollte ich auch nachschauen, genau. Geht nicht kaputt. Was für Boomalup wurde zahm? Warum? Geh sterben. Ich will keine Boomaloops. Oh, Mofalo 5. Ach, guck mal. Nee, hä? Wozu gehört das? Warum ist das blau? Was ist denn da los? Guck mal, wie viele Muffalos hier sind. Ich glaube, die muss ich alle zähmen. Ja, scheiß drauf, alle zähmen. Was sollen wir sonst machen, ne? Oh ja, toll, das ist. Er hat das Vieh geschlachtet. Das Blöde ist jetzt, dass das hier alles abfackelt. Shit. Hoffentlich schifft's gleich. Jetzt könnten wir so ein Gewitter brauchen und es regnet. Oh, Gott sei Dank. Was ein Traum. Was ein Traum. Minus 30, minus 24, okay, läuft. Die Temperaturen, die haben sich wieder. So. Läuft, läuft, läuft. Ich bin gerade am Überlegen, was wir als nächstes tun. Außer Raumschiff bauen, das werden wir natürlich irgendwann machen. So, guck mal hier, da haben wir schön wieder schön viel Stahl. So. Dann nehme ich meinen normalen Stahl, nehmen wir natürlich auch mit. Ist ja ganz klar. Was ist denn mit dir falsch? Verbrennung, ja. Gut. Geh ein bisschen an Regenpass. Dann geht's hier wieder besser. Okay, unsere leckeren Mahlzeiten gehen hoch, unsere üppigen gehen runter. Dabei haben wir. Was? Hier keine Aufgabe hinzugefügt. Ich werde bekloppt. Habe ich das die ganze Zeit vergessen? Ja, kein Wunder. Bin ja auch ein Depp.
Eieieiei. Also manchmal. Manchmal, aber nur manchmal. Schiff Computerkern, Forschungsmenü abgeschlossen. So, jetzt pass auf. Energiewaffen. Wer weiß, was wir dafür brauchen zum Herstellen. Das ist wahrscheinlich eh arschteuer. Mehrläufige wahrscheinlich für Miniguns und so ein Gedöns. Ach, tatsächlich, hier steht's ja. Krass. Da können wir tatsächlich Miniguns bauen. Ich werd bekloppt. Wisst ihr was, den erforschen wir auch noch. Vielleicht kann ich da tatsächlich. Kann ich ein medizinisches Bett bauen, vielleicht? Wenn ich eins bauen kann, dann bauen wir das jetzt mal, so spaßeshalber. Wo geht denn das? Hier, Stahlkrankenbett. 10, na fuck. Wir brauchen wieder mehr Medizin. Und wir haben wieder ein neues Buffalo. Na, komm mal ran da. Ach so, warte, wir müssen ja wieder gucken. So. Das haben wir hoffentlich bei denen auch schon. Yep, passt. Das mit den getrennten Räumen ist echt deutlich besser. Gut, aber ich habe jetzt auch natürlich hier noch zwei Kühlungen drin reingeballert, aber hey, was soll's. Solange es funktioniert, ist mir das alles recht. Und Strom, ganz ehrlich, Strom haben wir sowas von genug. Aktuell zumindest. Da haben wir absolut kein Problem aktuell, deswegen. Ja, warum nicht? Da können wir ruhig ein bisschen großkotzig mit unserem Strom umgehen. Da könnten wir auch durchaus eigentlich mal wieder ein bisschen Lämpchen machen. Wo bräuchten wir denn noch Licht? Hier zum Beispiel können wir noch ein Licht reinmachen. Ich weiß nicht, ob wir im Lager Licht brauchen, um ehrlich zu sein. Wir machen mal ein bisschen Licht einfach. So, ein bisschen Licht schadet nicht. Und Strom haben wir genug. Ach, guck mal, das sieht auch hübscher aus mit dem Licht hier. Finde ich. Ich finde, das sieht gut aus. Oder nicht? Doch, kann man lassen. Ich finde das mit dem Licht gar nicht übel, um ehrlich zu sein. So, machen wir hier auch noch zwei Lichter rein. Die Verteilung hier von den Lichtern ist ein bisschen krampf, aber hey. Was soll's. Hier auch ein bisschen, muss ich sagen. Mal hier mal noch ein Licht hin. Bei den Tieren, glaube ich, lasse ich's. Giftiger Niederschlag. Oh no, no, no. Den Scheiß hatte ich schon mal. Oh mein Gott, no. Tiere. Okay, wir haben wieder nochmal zwei Muffalos. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Viecher, dass die Leute nicht viel rausgehen. Shit. Fuck. Okay, pass auf. Wir müssen Gift regen. Jetzt ist aber... Okay, wir haben zuletzt gespeichert 8,42... Warte mal ganz kurz. 8:49 Uhr. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Ja, okay, das ist blöd. Und ja, es ist tatsächlich 8:49 Uhr. fuck. Was mache ich denn nun? Die Speicherstände sind ein bisschen blöd. Und wir wissen alle noch, wie das ausartet. Ich glaube, ich sollte jetzt aktuell keinen jagen lassen. Und keinen zähmen lassen. Shit. Zumindest mal zähmen nicht. Und dann hoffe ich, dass die nicht rausgehen. Aber eigentlich haben die keinen Grund rauszugehen. Sofern sie nicht jagen müssen. Okay, da müssen wir aber echt aufpassen. So, die Muffalos, die bleiben zu Hause, das ist gut.
Okay, bei Regen, irgendwie bei Regen leckt das hier so. Also seht ihr das so beim Rumfahren? Ziemlich komisch. Pretty komisch. So, wir können eigentlich mal wieder die Heizungen anschmeißen. Die können wir eigentlich mal wieder anschmeißen. Also solange es nicht, solange es keine Hitzewelle gibt, ist das eigentlich auch kein Problem. Huch. Ansonsten, ja, bei einer Hitzewelle ist natürlich Blödsinn, aber ansonsten können wir die durchaus anlassen. Gerade so auf 21 Grad, da passt das schon. Ja, läuft. Wenn es wieder ein bisschen kälter wird, dann machen wir die wieder hoch, zumindest stellenweise. Nicht jede Heizung muss fett auf Power stehen, aber einige sollten durchaus. Achso, warte mal, ich muss drauf aufpassen, dass die nicht rausgehen, ne? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber das Schöne ist, das hier, das ist absolut das Beste daran, dass wir unsere eigene Nahrung herstellen können und unser eigenes Zeug anbauen, ohne dass sie raus müssen. Das ist gerade jetzt perfekt. Die Köche müssen nicht raus. Es ist, ich hoffe, wir haben, ja, 700 Fleisch haben wir noch. Ich hoffe, der geht schnell weg, der Niederschlag. Boah. Den Leuten geht es echt schlecht teilweise. Rechtes Ohr abgeschnitten, Zeigefinger abgeschnitten. Es ist schon. Was macht die? Okay, die holt mir das Ding. So, jetzt gucken wir zum Beispiel bei ihr mal. Guck mal, das reicht noch nicht mal. Das reicht noch nicht mal, dass sie vergiftet wird. Perfekt. Wir müssen nur mit dem Fleisch zurande kommen jetzt. Dann reicht das. So, Ramsay will sich kurz mal im Giftregen was anschauen. Der hat immer noch das scheiß Krebsgeschwür. Ich weiß echt nicht, was wir dagegen machen sollen. Also abklingen klingt ja erstmal gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Kein Plan. Ich weiß das nicht. Hallo, was war das gerade? Das Tierchen hier ist immer noch schwanger. Eine Saison, zwei Saisons, was heißt das? Was heißt das? Da stand vorher noch was anderes. Egal. Die Frage ist, wie lange das Vieh schwanger ist, bis das mal schlüpft hier, das Tier. Wir haben ja auch nur 4 Monate. Wir haben nur, ja doch im Endeffekt schon. 15 Tage, 4 Monate. Also 4 Jahreszeiten. Deswegen ist die Frage, wie lange die schwanger ist, bis das Tier mal schlüpft. Schlüpft? Ich hab grad schlüpft gesagt, ne? Ja, ist, ja. Könnt ihr streichen. Natürlich, ja. Könnt ihr streichen. Okay, Medizin geht auch nicht kaputt. Ne, 5 haben wir davon. Boah, diese Türen-Sounds, so, das ist echt nervig. Halt die Klappe. Halt die Klappe, Türen! So, ich würde sagen, giftiger Niederschlag, easy. Easy peasy. Hoffentlich geht er aber trotzdem mal bald weg. Ja. So, muss mit der langsamen Vergiftung rechnen. Kein Problem, kriegen wir alles gebacken. Also ich finde ganz ehrlich, unsere Kolonie ist absolut tipptopp mittlerweile. Oh, guck mal, wir haben das Ding auch gleich erforscht, den Vitalmonitor. Lag. Ich weiß nicht, mit Regen hat das Spiel irgendwie gerade ein Problem. Mit Regen hat das Spiel irgendwie ein Problem. Störung, Kühlung, ja bla. Wir können hier wieder... Ja, können wir? Ne, können wir noch nicht. Scheiß Niederschlag. Aber guck mal, wir kommen trotzdem mit dem Fleisch ganz gut hin. Wir haben immer noch 500. Läuft. Und 240. Okay, abgeschlossen. Ist da was? Ich weiß nicht, wozu wir die brauchen sollten. Wir erforschen den Scheiß einfach mal. Komm. Was soll's? Kostet nicht viel Zeit. Die ist mittlerweile so gut im Forschen. Das geht eigentlich ziemlich schnell, bis die fertig ist mit sowas.